Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leisha Suit Larry Teil 7. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, es geht ins große Finale. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen weniger Punkte als beim letzten Mal, 942. Und beim letzten Mal hatten wir 957, glaube ich. Das liegt daran, weil ich noch geschaut habe, dass wir Punkte, wo wir Punkte vergessen haben. Und ich habe ja gesagt gehabt, dass wir wahrscheinlich Punkte vergessen haben. Und es war tatsächlich so, aber wir müssten alle kriegen, bis auf einen. Einer war vorbei. Und das heißt, ich musste nochmal einen früheren Speicherstand laden, damit wir den nochmal bekommen. Deswegen haben wir gerade ein bisschen weniger Punkte. War aber auch nicht so schlimm mit dem alten Speicherstand laden, weil das musste ich sowieso machen. Weil, wie ihr seht, haben wir jetzt 31 Dildos statt nur 30. Einen habe ich nämlich vergessen gehabt und das war einer, wo wir auch gar nicht mehr hinkommen. Das heißt, der wäre weg gewesen, an den wären wir nie wieder rangekommen. Das heißt, ich habe einen relativ frühen Spielstand sogar laden müssen und dann das Ganze nochmal neu spielen müssen. Puff, das war heftig. So, jetzt geht's doch erst einmal zu der Sache, wo ich gesagt habe, wo wir noch hin müssen. Und zwar hier. Und da haben wir erstmal das Easter Egg. Das weiß ich nämlich auch, wie es geht. Das war nicht, das war nach dieser Szene, die wir haben in der Kabine. Aber bevor wir ihr diese Lebensversicherung geben. Also, ich war zu spät dran, um das zu machen. Und das Ding ist einfach nicht öffnen. Da sagt er immer, das brauchst du nicht zu öffnen. Vertrau mir. Genau. Sondern ich muss da tatsächlich sagen, ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Reißverschluss öffnen. Du willst immer nur grapschen, grapschen, grapschen. Genau, und jetzt haben wir es dann aktiviert. Und kriegen das Easter Egg, wenn wir auf den Knopf drücken. Das haben wir ja schon gemacht. So, das war das Easter Egg. Ja? Oh, du bist es. Igitt, es ist schön, dich wiederzusehen. Nun gut, ich fragte mich gerade, ob es nicht einen Weg gibt, dich ins Bett zu kriegen. Ja, das haben wir alles schon gehabt. Ob wir ein bisschen plaudern könnten. Ich weiß nicht, worüber wir beide zu sprechen hätten. Also, Baby, was ist dein Lieblingssymbol? Ja, ich breche das mal ab, das haben wir ja letztens erst schon gehabt. Siehst du? Aber ich gehe jetzt. Ich hoffe, Gott ist... Oh ja, also... So, und jetzt habe ich ihr die Lebensversicherung gegeben. Dadurch haben wir einen Punkt verloren, weil wir können nämlich auch das Tranchiermesser mit ihr benutzen. Annette, ich habe ein Messer. Ah! Warte! Komm zurück! Ich wollte dich nicht erschrecken! Was hat sie nur geglaubt, was ich mit dem Messer anstelle? So, und es gab einen Punkt. Und den hätten wir auch nicht wieder gekriegt. Ich glaube, nachdem man ihr die Lebensversicherung gegeben hat, passiert dann nichts mehr. Ja, hör auf. Ja, mich gibt's immer noch. Ja, und ich bin immer noch geil. So, jetzt geben wir ihr die... Wenn ich sie denn finden sollte, da ist er. Ich habe etwas, von dem ich glaube, dass es dich interessieren könnte. Oh, die verdammte Versicherungspolice. Das wird mich jetzt einige Zeit kosten. Wie? Ach ja, ich denke, die gehört mir. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Ich dachte, also, weißt du, für etwas derart Besonderes, also, da denke ich, da wäre vielleicht doch ein kleines Extra-Dankeschön fällig, oder? Sowas Ähnliches wie Sex? Oh, ich glaube, ich besitze nichts, was du haben möchtest. Ja, ich breche das jetzt auch mal ab, das haben wir ja auch schon gehabt. Du kannst... Oh, Mann. Okay, Larry. Was ist das? 500 Millionen Aktie. Aber ich wollte mit ihr ins Bett. Ja, jetzt bist du reich, aber dich kümmert es nicht, weil, naja.
Dieses Aktienzertifikat steht für 5 Millionen und einem Aktienanteil an der Ambumsen Transport AG, ABT. Wie aus dem Kleingedruckten weiter hervorgeht, gibt es von dieser Gesellschaft insgesamt nur 10 Millionen Anteile. Damit bist du der Boss. Tja, du bist der Boss, hast so viel Geld und beschwerst dich. Eine Durchsage für Larry Leffer, den Gesamtsieger des Thai-Liebhaberpreises diese Woche. Captain Thai würde dich gerne persönlich kennenlernen in ihrer Kajüte. Sofort. Ja, mit ganz Dings. So, ein Punkt mehr haben wir. Jetzt sind wir genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, jetzt gibt es noch... Mal hier hochgehen. Ich hoffe, das geht. Wenn man das Segel, sollte man nämlich noch anschauen, wenn es ausgebreitet ist. Ich hoffe, das breitet sich jetzt auch noch aus wieder. Ah, wir können es auch so anschauen. Die Segel bestehen aus weißem Polyester, Larry. Genau wie dein Anzug. Ja, genau. Tolles Zeug. Das war noch eigentlich relativ wichtig, um rauszukriegen, warum haben wir das eigentlich abgemacht. Ich wusste noch, dass es dasselbe ist wie unser Freizeitanzug. Aber jetzt macht es auch noch mehr Sinn. So. Dann Ballsaal. Und genau in diesem Ballsaal war der Dildo noch zu finden, den wir nicht gefunden haben. Ja gut, aber hier gibt es... Da komme ich nämlich auch nicht mehr rein. Das Ding ist nämlich abgeschlossen. Der Ballsaal ist verschlossen. Komm nicht mehr rein. Da hängt ein Zettel an der Tür. Und das ist noch ein neuer Zettel. Den lesen wir jetzt auch nochmal. Cher Larry, nachdem ich den Kurs der Weltmode geändert habe, werde ich nun die üblichen Talkshows besuchen. Ich bin sicher, es befriedigt dich enorm, einen winzigen Beitrag zu der Größe von moi geleistet zu haben. Wenn du jemals in Manhattan oder Paris bist, kauf ruhig ein paar von meinen Sachen. Deine Chemie. Ja. Vor allem klasse, ja. So, dann der letzte Dildo, den da noch fehlt. Und noch ein weiterer Punkt bekommen wir, wenn wir hier oben unter Hilfe ins Übermenü gehen, also über das Spiel. Das gibt auch nochmal einen Punkt. Und da können wir uns alle anschauen. Soundeffekte und so weiter. Können wir uns die ganzen Leute noch anschauen hier. Und schaut mal, was wir da noch haben. Yeah, baby. Das ist der letzte. Yeah. Aber da hätten sie auch den Text ein bisschen ändern können noch. Gratuliere, Sie haben 32 von 32 möglichen gefunden. Suchen Sie weiter. Ja, da hätten sie ruhig noch ein bisschen was ändern können. Aber gut. So. Und es gibt noch eine weitere Sache, wo wir noch Punkte kriegen. Und zwar bei den Liebesmeister. Hier haben wir nämlich auch noch einen Knopf, einen wichtigen Knopf. Auf diesem Knopf steht klar und deutlich, nicht berühren. Deswegen. Das weckt natürlich deine Neugier. Deswegen drücken wir den auch. Bist du sicher? Ja. Okay. Okay, und was ist jetzt passiert? Kapiere ich jetzt nicht, dass... Also es hat auf jeden Fall Punkte gegeben. Und die restlichen 35 Punkte, die kriegen wir jetzt, wenn wir jetzt zur Kabine gehen. Soweit ich weiß. Aber was das jetzt gebracht hat? Ich habe keine Ahnung. Bist du sicher? Nee, also ich sehe da nicht, dass da irgendwie was passiert. Naja, gut. Dann kommen wir jetzt mal zum großen Finale. Wir klopfen an die Türe an. Das haben wir ja schon mal gemacht. Okay, Captain. Hier kommt ein neuer Herr und Meister. Und die Tür geht auf. Guter Gott, was ist denn mit Ihnen passiert? Ich bin der Gewinner auch der letzten Woche. Oder zumindest die Überreste davon. Gehen Sie da bloß nicht rein. Bist du sicher, dass du da rein willst, Larry?
Ich bin so weit gekommen. Da werde ich doch jetzt nicht greifen. Es hat irgendwo eine schreckliche Verwechslung gegeben. Man hat mir gesagt, der Gewinner des Wettbewerbs sei ein gewisser Larry Leffer. Oh, stimmt schon. Das bin ich. Ich bin so aufgeregt, dass ich diese freie Kreuzfahrt gewonnen habe. Und eine Woche mit einem super Baby wie dir. Oh, das muss aber ein Fehler im Prospekttext gewesen sein. Das war nie Teil der Abmachung. Aber ich dachte, du weißt schon, deine Kajüte, eine Woche lang. Aber ich habe den Wettbewerb gewonnen. Fair und, naja, jedenfalls habe ich gewonnen. Ja, ich weiß. Naja, der Teil mit der Kreuzfahrt ist kein Problem. Ich bin sicher, deine Kabine ist auch nächste Woche noch nicht belegt. Aber... Und ich weiß, der Gewinner soll eigentlich eine Woche mit mir verbringen. Aber ich bin so gelangweilt. Langeweile? Von was bist du gelangweilt? Was soll das heißen? Langeweile. Naja... Das ist ein wenig schwer zu erklären. Langeweile die, Nomen femini, Lustlosigkeit und Unzufriedenheit aufgrund mangelnden Interesses oder fehlender Beschäftigung. Mittelalterliche Textquellen siehe Langweilen. Zitate etwa von John Barth. Die Bediensteten bekämpften ihre Langeweile mit Glücksspiel und Tratsch über ihre Herrschaft. Wer zur Hölle war das denn? Keine Ahnung, aber ich höre ihn dauernd. Das ist echt gut gemacht, finde ich. Wer zur Hölle war das denn? Ja, aber wie kannst du denn jetzt die Regeln ändern? Ich dachte, ich hätte das Spiel gewonnen. Nachdem ich dich jetzt gesehen habe, Larry Leffer, verspüre ich plötzlich das Verlangen nach mehr. Außerdem sage ich immer, ein Mann sollte erst was geben, bevor er was bekommt. Ja, sieht nicht so aus, als ob das so optimal gelaufen wäre für ihn. Also, was erwarten Sie wirklich vom Leben, Captain? Ach, ich weiß nicht. Dieser Kreuzfahrtkram ist auch nicht mehr das, was er mal war. Früher gab es Glamour und Glitter, Jetset und Prominenz, Playboys und reichlich Sex. Und heute Patrick Lindner und die Jacobs Sisters. Außerdem wollte ich nie Karriere auf See machen. Ich will zurück in meinen früheren Job. Ja? Captain eines Supertankers. Wirklich? Ja, ich würde alles tun, um mal wieder eine richtig gewaltige Masse unter mich zu kriegen. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich aus dem Job auf der Ambumsen Valdez gefeuert wurde. Nur weil wir zufällig ein bisschen auf Grund gelaufen sind. Als ob es meine Schuld wäre, dass Hazelton die Nacht lieber in meiner Kabine verbracht hat, als auf dieser zugigen alten Brücke. Ja. Okay, ja, ja. Wird es nicht langweilig, jede Woche mit einem anderen Mann zu verbringen? Seine Launen, seine Wünsche, seine Vorlieben und erogene Zonen zu erforschen? Herauszufinden, wie du ihm gefällig sein kannst? Vielleicht verstehe ich die Frage nicht richtig. Was genau willst du mir sagen? Ja, das weiß keiner. Also, was hältst du von einem Ründchen Anker werfen? Nur du und ich, Bug an Heck, Schlepper und Tanker. Mein Gott, Larry, du bist einfach jämmerlich. Wie bist du jemals am Liebesmeister 2000 vorbeigekommen? Mit Pfuschen? Soll das Nein heißen? Okay, fragen Sie mal... Wegen... Davon weiß ich überhaupt nichts. Ja, ich dachte, weil sie ja gesagt hat von Dings. Aber es ist doch ganz gut, dass wir ja dieses Teil haben. Ich schaue es nochmal kurz an. Yes. Dieses Aktienzertifikat steht für 5 Millionen und einem Aktienanteil an der Ambumsen Transport AG. Genau. Die Transport AG. Wie aus den Kleingedruckten weiter hervorgeht, gibt es von dieser Gesellschaft... Die Transport AG, das ist doch genau das, was sie haben will. Oder wo sie gerne wieder dabei wäre. Weißt du, Mützchen, vielleicht bin ich ja der Kerl, der deine Träume verwirklicht. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich wirklich.
Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir erzählte, dass ich seit kurzem in bedeutender Position bei einer größeren Schifffahrtslinie arbeite? Ich würde sagen, dass wir beide träumen. Tja, hör auf zu träumen, Süße. Hier, ich hol mal was raus. Mein Gott, wie roh. Jo, ziemlich roh. Rohöltransporte. Also da soll mich doch der Klabautermann-Dings dahn. Heißt das, was ich vermute, dass es heißt, dass du... Dass ich der stolze neue Besitzer der Aktienmehrheit an Ambumsen Transport AG, ABT, bin. Ist ja nur das größte Rohöltransportunternehmen der Welt. Das ändert natürlich alles. Natürlich tut es das. Aber die weltweit größte Flotte von Supertankern zu dirigieren ist ja so anstrengend. Diese ewigen Umweltschützer, die Steuern, diese ständigen Tumulte, wenn irgendwelche Kapitäne wieder mal an größere Kontinente plautzen. Tumulte können sehr aufregend sein. Also ich suche im Moment jemanden, der die Position direkt unter mir einnimmt. Oh, Larry. Ich weiß ja Opern wirklich zu schätzen, aber würdest dir was ausmachen, mal was von meiner Musik aufzulegen? Oh, Baby, du bist die Größte. Das ist die schönste Nacht meines Lebens. Leg diese Handschellen an, Leffer. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Es kommt mir sehr, sehr bekannt vor mit Handschellen und die schönste Nacht meines Lebens. Wie ich Larry kenne, wird er auch das verbocken. Oder, naja, es wird nicht gut ausgehen. Und er wird's vermasseln. Hat man ja schon mitgekriegt, dass sie ja jetzt auch nicht wirklich auf ihn steht und so weiter. Die Einzige, wo wirklich auf ihn gestanden hat, war Patty. Und die ist leider nach Teil 5 nicht mehr aufgetaucht, was ich sehr, sehr schade finde. Aber Larry und Patty, die waren schon ein Traumpaar eigentlich. Das finde ich schade, dass sie die rausgenommen haben. Naja, gut. So, dann würde ich auch mal das Let's Play beenden. Und, ja. Wir sehen uns in den nächsten Let's Play wieder. Zwei Let's Larry-Spiele gibt's noch. Beziehungsweise es gibt sogar noch mehrere Larry-Spiele. Allerdings, die von Sierra, was sie gemacht haben, das waren eher Geschicklichkeitsspiele. Und man hat auch nicht Larry Lever, sondern seinen Neffe gespielt. Und dann sagen wir es einfach so. Die hat's nie gegeben. Und die zwei weiteren, die waren dann nicht mehr von Sierra, sondern von einer deutschen Entwicklerteam geschrieben, entwickelt worden. Wet Dreams Don't Dry. Und Don't Try Twice. Ja, irgend sowas. Auf jeden Fall, die waren auch ziemlich gut. Die werden wir wahrscheinlich auch noch spielen. Aber das war eigentlich das letzte richtige Larry-Spiel von Sierra. Zumindest was Point-and-Click angeht. Und wie gesagt, die zwei anderen oder drei andere, was da noch waren, kann man eigentlich vergessen. So, dann aber sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Spiel. Also, ich hab's gehabt. Ich mag die Larry-Spiele. Die sind einfach sehr schöne Parodie-Spiele sind das. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Let's Play wieder. Ich würde mich jedenfalls freuen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.